Hallo, da sind wir wieder zurück in Let's Plays. Geil! Was anfangen? Was? Wir haben einen Mordkomplott gegen den Kaiser aufgedeckt. Und das kommt noch sicher. Das der muss Kopf man sich dahinter mal ist jemand aus der kaiserlichen Wache. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Verdammte Akademie. Winterfeste wird nie mehr so sein wie früher. Bei allem Respekt, Gefährte. Ich bitte euch, euren Hund unter Kontrolle zu halten. Jorvaskers Jaulen ist kaum noch zu ertragen. Ich werd's Farkas sagen. Nee, Aela. Sie ist ja die Einzige. Ich werd's Aela sagen, das ist ihr Hund. Der Plan, Gaius Maro den Pinus Oculatus für den Mord am Kaiser verantwortlich zu machen, funktioniert. Zumindest bisher. Ja, wir sind in Weißlauf. Denn ich habe irgendwann mal eine Quest erhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Da hat irgendwas mit Galeriella. Wir sollen uns noch eine Prophezeiung von Ulava, der Dingsda-Wumsda, holen. Der alten Wahrsagerin. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ich weiß, Alfina, aber trotzdem, dennoch wollt ihr mich nicht heiraten. Ich muss mal dafür sorgen, dass Weiß doch verbrät wird. Naja, wir sollen uns hier eine Wahrsagung abholen. Ich habe mir gedacht, das können wir ja theoretisch einfach mal ganz kurz machen, bevor wir dann... Seid gegrüßt, Stammesgenossen. ...zurück in die Zuflucht kehren. Deswegen bin ich mal ganz kurz hier hingereist. Um das ganz kurz zu machen. Logisch, nicht wahr? Ah, sie ist gerade in ihr Haus. Das ist doof. Dann muss ich wohl warten. Ulava, die Schwache, die lokale Wahrsagerin, wird uns nun unsere Zukunft vorhersagen. Zumindest hat Gabriella das, glaube ich, mal gesagt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist schon so ewig her. Ulava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Vielleicht kann euch dieses Zeichen umstimmen. Ach ja, lasst mich mal sehen. Ach, du liebe Güte. Dann seid ihr mit Gabriella befreundet. Dann wissen wir wohl beide, weshalb ihr hier seid. Ich habe gehört, dass ihr mir die Zukunft voraussagen könnt. Ja, das kann ich. Es ist aber nicht leicht. Und es wird nicht so konkret sein, wie ihr es euch wohl erhofft. Aber ja, ich werde es für euch tun. Bitte entspannt euch. Befreit euren Geist. Ja, so ist es gut. Was seht ihr? Ich sehe eine Höhle. Nein, keine Höhle. Ein Zuhause? Einen Ort, an dem ihr euch sicher fühlt. Ihr werdet dort sicher sein. Zuflucht. Ich sehe Schnee. Erhellt vom Stern der Dämmerung. Und ihr seid nicht allein. Da sind noch andere. Ein Kind der Nacht. Ein Jäger der Dünen? Oh, bevor ihr zur Familie gehört, wird Blut fließen. Viel Blut. Moment, da ist noch mehr. Die Möglichkeit eines Abenteuers und Reichtum. Eine Ruine. Sie wartet nur darauf, geplündert zu werden. Die Tiefenwaldschanze, weit im Nordwesten. Der Weg führt euch nach Hexenende. Die letzte Ruhestätte eines alten Attentäters. Ein dunkler Bruder, der seine einstigen irdischen Besitztümer euch hinterlässt. Gibt es sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Ihr, bitte geht. Ich bin plötzlich sehr erschöpft. Ich frage mich gerade, da waren wir nämlich schon mal. Ich frage mich gerade. Genau, im nördlichen Reach ist das. Ich frage mich gerade, wie die Prophezeiung oder ob die Prophezeiung wohl ausfällt, also keine Prophezeiung, ist eine Wahrsagung, ob die Wahrsagung wohl anders ausfällt, wenn man die dunkle Bruderschaft schon durchgespielt hat.
Wir werden also vermutlich, ja, mit E nach dem E, weil mit dem E nach dem T, weil dann weiß auch jeder, dass es wirklich nur vermutlich ist und nicht vermutlich. Vermutlich werden wir die Zuflucht den Falkenring hinter uns lassen. Jetzt wollte ich die Stadt noch reparieren gehen. Ach, machen wir irgendwann später. Ach, Louis Letrouche. Eure Zeit wird noch kommen. Letrouche heißt er ja. Eure Zeit wird noch kommen. Macht euch keine Sorgen. So, Ja, so schnell wird die Zeit jetzt auch nicht kommen. Schattenmähne. Ich frag mich immer, warum der hier steht. Muss ja irgendeinen Grund haben. Wir müssten jetzt zur Hexenfelsenschanze. Das Ding ist... Ja, Tiefenwaldschanze. Das Ding ist, wir waren da schon mal. Und eigentlich ist es auch abgeschlossen. Wie komme ich denn da am besten hin? Da müsste ich theoretisch nach Drachenbrügge, ne? Da müsste ich nach Einsamkeit. Schon wieder. Nehme ich jetzt die Kutsche nach Einsamkeit? Schattenmähne, mein alter und treuer Freund. Ich überlege gerade, was schneller geht. Jetzt zum Haus Windstart zu reisen. Ne, nicht Windstart, hier. Da hinten unserem Haus zu reiten und dann die Kutsche nach Drachenbrügge direkt zu nehmen. Oder jetzt die Kutsche nach Drachenbrügge zu nehmen. Wo ist der Kutsche? Da. Was ist ihr denn da? Ihr könnt lesen? Soll ich euch mit? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wahrscheinlich geht's schneller, wenn ich jetzt die Kutsche nach Einsamkeit nehme und dann von Einsamkeit losreite, ne? Wohin soll's gehen? Ich muss nach Einsamkeit. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Zu gütig. Ich kann hier nicht ewig warten. Ich bin von der Geduld der Kutscher immer wieder beeindruckt. So, ich bin mal gespannt, ob da wieder Abgeschworene sind oder ob die uns diesmal einfach passieren lassen, beziehungsweise ob die immer noch tot sind. Normalerweise müssten sie noch tot sein, weil das Gebiet ja immer noch abgeschlossen ist. Oder ist unterdessen so viel Zeit vergangen, dass die unterdessen respawned sind, weil das wäre echt nervig. Das wäre echt nervig. Wir müssen nämlich da hochgehen erstmal, dann müssen wir uns durch eine blöde Höhle durchkämpfen. Ah, wo ist Schattenmähne? Schattenmähne? Mein altes Ross? Mein stolzes Tier? Mein Freund? Wo seid ihr? Ach da. Meine Stille. Redet mit Gaimon, wenn ihr ein Pferd haben wollt. Oder sprecht mit Pferdler, wenn ihr Arbeit sucht. Ich kann euch nicht helfen. Königsmord. Aber so. Ich brauche doch kein Pferd, ich habe doch das beste Pferd in Himmelsrand. Das schnellste und ausdauerndste und stärkste Pferd in Himmelsrand. Obwohl, das ausdauerndste weiß ich gar nicht. Gut, Awak befindet sich nicht in Himmelsrand, der zählt also sowieso nicht. Und das schnellste weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, Frost war tatsächlich schneller. Aber das Schöne an Schattenmähne ist... Er oder sie oder es ist unsterblich. Frost. Ja, Frost ist genau da oben, nämlich bei der Tiefenwaldschanze gestorben. Durch meine eigene. Ach Quatsch, nicht durch meine Dummheit. Er wurde dort feige ermordet. Von abgeschworenen Banditen. Hat er sein Leben gegeben. In meinem Dienste. Vielleicht liegt die Leiche sogar noch da oben. Obwohl, nee, die habe ich ja weggeschleudert. Verbrannt. Die habe ich ja verbrannt. Die habe ich nicht weggeschleudert. Nein, die wurde. Verbrannt, wie es sich für einen König gebührt und nichts Geringeres war, Frost. Er war der König der Pferde. Naja. Genug geschwafelt. Ich reite dann mal Widerwind dorthin, ganz geschwind. Oh Gott, die Typen sind respawned. Okay. Ach, ihr habt mich gesehen, ja.
Dieses Sidesteppen immer. Lassen wir die Spielchen. Schattenmähne? Oh ja, das ist der Nachteil von Schattenmähne. Sie ist ganz schön aggressiv. Ja, sie. Es. Was auch immer. Schattenmähne kämpft ganz gerne mal. Frost ist immer weggerannt. Frost ist immer weggerannt und hat sich selbst in Sicherheit gebracht. Bis auf das eine Mal. Da wurde er aber auch fies. Aha. Pulverisierten Mammutstoß dann und drehte Herzen findet man ja auch überall. Tolles Rezept hast du da, du komischer Abgeschworener. Wurde ja auch brutal abgemetzelt. Was habt ihr denn da hinten? Ist ja widerlich. Zwölffacher Schaden, wie viel mache ich da mit dem Dolch? 20-fachen? Oder 24-fachen? 24-fachen müsste ich dann, ne? Mit dem Dolch mache ich ja doppelt so viel Schaden wie mit dem Bogen. Also Schleichschaden. Och, die steht hier aber schön. Also da könnte man auf dumme Gedanken kommen. Ich will nicht sagen, welche, aber man könnte auf... Also, ja, also... Ne, man könnte auf Gedanken kommen. Die will ich hier aber nicht weiter ausführen. Das... nein, das... nein. Nein. Ebenerzstreitaxt, viel zu gut für abgeschworene Mäuse sein. Naja. Dann wollen wir mal durch die tiefen Waldschanze, dann zum Hexenrabenfelsen oder zum Hexenfelsen oder wie auch immer der heißt. Da müssen wir uns dann wieder durchkämpfen und dann finden wir da irgendwo die Rüstung eines alten dunklen Bruders. Hoffentlich ist es das auch wert. Juhu, Soundbug! Hier ist die Luft warm. So Bullshit. Ist da jemand? Was hier? Nee, hier ist niemand. Perfekt, ich wollte eigentlich den anderen. Er geht in Deckung oder wie? Ein Crit. Kein Schleich. Wenn ich den. Wenn, ist der Schleichschaden eigentlich im Spieltechnischen gesehen immer Crit-Schaden? Kann das sein? Weil, wenn das der Fall ist. Ey, dieser Soundbug, ne? Geht ja voll auf die Nerven. Ich mag ja die Soundmod echt gerne. Ich habe gut überlegt, soll ich das zurücksetzen, aber es war die Hürde, das so zu bringen. Ich mag ja die Soundmod echt gerne. Reverb und Ambience overall. Ist echt super. Geile Soundmod. Oh, dieses Tröpfeln. Dieses ständige Tröpfeln in irgendwelchen blöden Höhlen. Da wird man doch irre. So. Mehr Crit-Schaden. Ist der Schleichangriff einfach ein Crit-Schaden, der dann plus mal 6, also mal 3, mal 6, mal 12 genommen wird? Wenn das der Fall ist. Dann würde der normale Crit-Schaden, weil es kommt immer das Geräusch für Crit-Schaden. Dann würde der normale Crit-Schaden, also wenn man den levelt, den Schleichangriff oder den Schleichschaden ja nochmal erhöhen. Theoretisch. Wie geht's denn hier weiter? Oh.
Hallo, Schwester. Ihr habt wohl etwas verpasst. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, wo sind denn? Also, wo lang denn? Also, Geldbeutel. Vielleicht hat sie einen Schlüssel. Moment, ich müsste den Schlüssel sogar noch haben. Aha! Siehste? Wir waren hier nämlich schon mal. Ja, daran erinnere ich mich. Das ist beim letzten Mal auch passiert. Ich erinnere mich gut und mein Gesicht erinnert sich auch. Wow, das kriegt ihr nicht mit? Nee, es ist nicht dasselbe. Ich habe gerade eben Crit-Schaden gemacht und dann nochmal Schleichschaden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also Schleichangriff ist nicht gleich Crit-Schaden. Ja. Also, selbst wenn ich einen Crit-Schaden erhöhen würde, ich würde nicht mehr Schleichschaden machen. Was aber wurscht ist, weil ich kann den Schleichschaden sowieso nochmal erhöhen, glaube ich. Ja, doch, kann ich. Tatsächlich. Ich bin, ja, doch, kann ich. Ich kann den Schaden mit Dolch erhöhen. Glaube ich zumindest. Warte mal. Das wäre nämlich beim Schleichen 35% mehr Schleichschaden mit nordischen und orkischen Waffen. Das muss ich noch auf Stufe 5 bringen. Ah ne, habe ich schon. Ich habe Backstep schon. Genau, Backstep wäre nämlich dann mit doppelter Schaden mit Einhandwaffen. Dann hier noch Assassine. Damit es doppelt stackt. Na gut, dann eben nicht. Ich dachte, das hätte ich noch nicht. Aber ich hatte es schon. Na gut, dann wollen wir uns mal im Schutze der Dunkelheit... Oh, schöner Schnee. Im Schutze der Dunkelheit... dorthin begeben. Dort oben liegt wahrscheinlich wieder unser Ziel. Da dürfen wir uns wieder durch ein abgeschworenes Lager durchkämpfen. Oder durchschleichen. Hier oben sind es zwei. Die sich gerade wegdrehen und jetzt haben sie mich irgendwie entdeckt. Ja, bei Tagschleichen, also wir haben, es ist zwar bewölkt und es ist dunkel, aber es ist immer noch Tag, ist nicht so gut. Na, was machen wir da? Ha, 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 ha. Scheiße, die haben mich fast entdeckt. Ich könnte theoretisch einen Sturmruf machen. Ein Hagel des Blitze. Hagel? Blitze? Aua! Ein Seelenstein groß genug. Ich ärgere mich bei denen immer. Huch! Den ja. Eine verschlossene Tür. Geh auf, du Tappteil. Manchmal wünschte ich wirklich, ich könnte einfach draufschlagen. Laut. Aber brachial. Brachial und laut, aber dafür effizient. Einfach aufschlagen, blöde Tür. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich anfangen soll, ne? Ich weiß nicht mal. Hier? Nein, offensichtlich nicht. Nein, offensichtlich nicht. Vielleicht da unten?
fast. Och, du willst mich doch. Eine Ewigkeit gedauert. Wie? Zaubertrank der kleinen Heilung. So, jetzt noch hoch. Ich hab gedacht, das war's gerade. Also, voll die Verarsche. Ich bin versteckt. Unten sind überall abgeschworen in den Zelten. Na, die schlafen da überall. Da steht noch einer an. Lagerfeuer. Einer hat mich gesehen schon wieder. Hab ich Adleraugen. Was ist hier geschehen? Doch, da vorne. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, das denke ich auch. Was war das? Das war gar nichts. Sie können schlafen gehen. Bogen ist ein bisschen stark, ne? Hat die gerade gesummt während dem Bogenschießen oder war das jemand anders? Was war das? Fuck, Dornherz. Fuck! Habe ich schon mal gesagt, dass Dornenherzen echt scheiße sind? Wo steckt eigentlich schon wieder Lucienne, die blöde Sau? Ja, wo steckt eigentlich schon wieder Lucienne, die blöde Sau? Weißt du was, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das jetzt so. Pass auf. Voll billig. Voll doof. So. Verheim! Sigur! Ha! Ich sprinte da jetzt einfach durch. Sollen. Hä? Ich bin in der ätherischen Gestalt, ihr Muschis! Mein Gott, ey! Ja, ich meine, ich bin nicht unsichtbar und laufe hier durch und sag, ihr Muschis, ne? Das ist doch wohl ein Witz. Die können mich gar nicht treffen eigentlich. Also, die können mich normalerweise gar nicht sehen in der ätherischen Gestalt. Was ist denn das für ein Witz? Das geht doch nicht. Gut, die hören vielleicht meine Fußschritte. Nee, das geht auch nicht. Die ätherische Gestalt entfernt mich direkt vom... Na, ihr wisst schon. Von allem. Also das geht doch nicht. Das ist doch Cheaten. Das sind Wallhacker. Nee, nicht Wallhacker. Die anderen. Die anderen. Die anderen Cheater. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das macht doch gar keinen Sinn. Die durften, hätten mich doch jetzt niemals sehen dürfen. Was? Wieso ist die Hexenrabe angeschlagen? Nicht, wenn ich euch zuerst töte. Voll des Feuerblitzes. Ah, sehr schön. Pferdefell. Das ist bestimmt Frost.
Ich werde hier immer noch von irgendjemandem gesehen. Ich meine, hier ist niemand, aber ich werde hier von irgendjemandem gesehen. Okay. Tja. Mein wunderschönes Gesicht. Immer kriegt's was ab. Witziger Seelenstein. Umgefallen. So. Das fand ich echt nicht nett von euch. Sieht irgendwie cool aus. Fast reingelaufen. Ich wusste es. Hab ich das gerade richtig gesehen? Die ist gerade ins eigene Feuer gelaufen? Okay. Ja, gut. Sollen sie das halt tun? Hier irgendwo muss es sein. Hier waren wir schon mal. Haha! Okay. Da ist es hin. Aha! Nicht gleich so abhängen oder abheben. Da war eine Falle. Aber ich habe damit natürlich fest gerechnet. Das ist logisch. Naja, aber ich kann nichts überraschen. Wie, hier? Ach, da hinter. Ja, wie soll ich denn? Also. Hier ist so kein Schalter. Doch da. Man sieht ihn manchmal nicht wegen Licht. Fackeln. Ihr seid aber noch gut erhalten. Alte Schattenkapuze. Bögen bewirken um 35% höheren Schaden. Wird da das Gesicht verdeckt? Es sieht so aus, als ob das Gesicht verdeckt werden würde. Alte Schattenrüstung. Steigt die Giftresistenz um 100%. Ich glaube, die jetzige hat nur 50%. Träger kann sich lautlos bewegen. Ja, ich glaube, momentan ist es auch nur 50% schneller, besser Ding. Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Ihr wart echt noch gut erhalten. Tätrische Panzerhandschuhe der einzigartigen Schießkunst. Warum liegen die denn hier rum? Kann man kaputt machen. Nein, nicht! Tätrische Sachen sind die besten! Geschmackssache. Nein, es ist enttäuschend, der Mundschutz. Der hier im Modell ist. Hier, da, Mundschutz. Ist nicht drin. Was ein Scheiß. Ich hasse sowas. Das, hier gibt es nämlich keine. Und deswegen heißt das auch, die heißt auch offen, weißt du? Und hier ist auch keine. Und hier ist auch keine. Wieso ist denn der Mundschutz nicht da? Das sieht viel besser aus mit Mundschutz. Doppelter Schaden. Vergleichen wir das mal mit den normalen.
Die Handschuhe waren aus Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden. Hä? Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Also nur mit Einhandwaffen? Und das ist per se mit allen. Also das ist allgemein Schleichangriff macht doppelten Schaden und das andere ist mit Einhandwaffen doppelter Schaden. Also sieht doch besser. Dann sind die doch besser. Steigerte Giftresistenz um 100%, 50%, ja, das andere ist 100%, ne? Auch wenn ich nicht verstehe, wieso ich das brauche. Gut, gegen Fallmeer ist es nützlich, aber gegen sonstige Gegner eigentlich nicht. Und dann gibt es noch die, der Träger kann sich lautlos bewegen, das ist das gleiche. Bögenbewirkung um 35%. Ja gut. Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden, das ist besser. Weil das schließt Bögen und alles andere mit ein und das andere ist einfach nur Einhandwaffen, also nur der Dolch. Dann sind die besser. Wenn ich das richtig verstehe. Ja gut, die Rüstung ist besser. Also, ganz klar. Warte mal, hier ist so ein... Das fehlt hier auch. Der Gürtel fehlt. Bei Astrid ist der da hinten. Warte mal. Bei Astrid ist der hinten da. Komisch. Hier fehlt der Gürtel. Seht ihr das hier im Modell? Hat er nämlich so einen Gürtel hinten. Und da gibt es hinten so einen... Ja, und der ist bei Astrid da. Bei Astrid ist der da. Und hier fehlt der. Also wenn ich das trage. Fehlt noch was ein auf meinem Stiefel? Nee, bei den Stiefeln ist alles normal. Und bei der Kapuze fehlt einfach der Mundschutz. Das ist seltsam. Das ist echt komisch. Aber doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen, das ist doch schlechter, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich würde jetzt sagen, die normalen Handschuhe, abgesehen davon, dass die absolut gleich aussehen, was echt enttäuschend ist irgendwie, weil die alt sein soll, weißt du? Die sind besser. Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden. Was bedeutet, alle Schleichangriffe verursachen doppelten Schaden? Und das bedeutet halt nur mit Einhandwaffen. Also, das, ja. Der Rest ist besser. Aber das eine nicht. Gut. Wenn wir jetzt oben rausgehen, dann kommt wieder diese komische... Ich bewege mich schneller, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass ich mich schneller bewege? Das mit dem lautlos bewegen stimmt übrigens auch nicht. Ich mache Schrittgeräusche. Es ist vermutlich nicht darauf bezogen. Hä, wo ist ihr denn? Ach, da vorne steht's. Steht ihr mit dem Rücken zu mir? Jo, ich stehe mit dem Rücken zu mir. Was für eine blöde Kuh. Ist ja sowieso schon angeschlagen. Da, eure Königin. Hui, da fällt sie runter. Okay.
Gut. Ich muss mal ganz kurz nochmal den Spielstand neu laden, wegen dem Soundbug. Man hört's ja, ne? Ja. Das heißt, ich darf es eigentlich gleich normal laden. Das ist immer nervig. Das ist das Nervigste an der Soundmod. Ich mag die Soundmod echt gerne. Und ich hatte sie auch lange Zeit deaktiviert deswegen. Aber das ist das Nervigste, wenn du in der Höhle bist. Und du spielst eben mit Kopfhörern. Also entweder du machst einen Ambient-Sound so leise, dass du es eigentlich nicht mehr hörst. Was eigentlich kontraproduktiv ist. Oder du musst nach jeder zweiten Höhle. Es ist ja nicht jede Höhle, aber nach jeder zweiten Höhle, wenn du so komische Dinger spielst, wenn du so komische Wassertropfen im Ohr hast, darfst du einfach mal den kompletten Spielstand neu laden. Das ist schon irgendwie recht nervig. Nein, hier ist niemand. Wieso hat er denn jetzt nicht geschossen? Hä? Was? Oh, diese dumme Kollision, ey. Ist da jemand? Hab euch! Ja, dann komm doch rein. Gut. Es heißt, der gleich kommt gleich hinten raus, ne? Vermutlich. Vorbei! Kommt doch hoch! Ich warte. Was? Nein, ich fall runter! Ah! Fuck! Ja gut, jetzt wissen sie wenigstens nicht mehr, wo ich bin. Das war geplant. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wie? Was? Gehört? Ich hab gar nichts gehört. Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Jetzt gehört ihr mir. Woher wisst ihr denn, wo ich bin? Ich weiß ja nicht mal, wo ich selber bin. Wow, das war... Das ging schnell. Wie herkommst du? Das war ich nicht. Der ist gestolpert. Das war ich nicht. Was war das denn? Hä? Ja, aber jetzt mal ehrlich, das war ich nicht. Das war komisch. Ich bin echt super mies im Schleichen. Geiles Sidesteppen. Er weiß nicht mal, wo ich bin, aber er weiß halt ganz genau. Oh, von da kommt jetzt gleich der Pfeil. Und stellt euch den Abgeschworenen. Nee. Verzichte. Oh, guck mal, eine Truhe. Und ein Eistroll. Eigentlich müsste ich mich doch hier verstecken können, oder? Also wenn ich mich jetzt hier so wild bin, ja, Tatsache, das funktioniert. Ne, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wir müssen zurück nach Einsamkeit, die Kutsche nach Falkenring nehmen und dann müssen wir Festus davon berichten, dass wir ja den bekannten
den Bretonen, von dem niemand weiß, dass er Bretone ist. Das ist jedem unbekannt. Den Anton irgendwie, was? Dass wir den nicht haben? Also, wir müssen zurück zum Festus und ihm sagen, dass wir diesen komischen Bretonen in Marker, den Koch des Jarl, getötet haben, erfolgreich. Dass wir erfahren haben, wer der Feinschmecker ist. Und wir haben den Feinschmecker sogar schon getötet, nicht wahr? Wir haben den Feinschmecker bereits getötet. Genau. Das war's. Wir haben rausgefunden, wer der Feinschmecker ist. Wir haben rausgefunden, wo der Feinschmecker ist. Wir haben mit dem Feinschmecker gesprochen. Und wir haben den Feinschmecker getötet. Ich muss den Spielstand neu laden. Das ist lästig. Aber was tut man nicht alles für ein gutes Sounderlebnis? Genau, wir haben ihn nämlich schon getötet, den komischen Feinschmecker. Das habe ich komplett vergessen. Ach, Lucien, da seid ihr ja. Das ist ja schön von euch, dass sie auch mal kommt. Das ist mir einer. Wir könnten ja auch mal wieder beim Film Sokolata so beischauen, ne? Also so zufällig. Und wir müssen nicht, aber wir können. Ich stelle mir das eigentlich ganz witzig vor. Ich meine, wir sind ja sowieso gleich ein Drachen, oder? Den Block hier runter. Das macht Schattenmähne ja eigentlich nichts aus. Huch. Was war das denn? So, da ist das Hauptquartier des Pinnacus Oculatus. Kurze Frage. Die Taverne zu vier Schilde, ja? Die hier. Das Gasthaus zu den vier Schilden, oder wäre mal das vier Schilde Gasthaus, die Taverne. Die wird doch geführt von der Werden Frau... Werden die Göttlichen euch segnen. Wird der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Genau, wird doch geführt von der Frau vom Gaius, die Feida. Ich heiße Feida, ich betreibe die Taverne. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Nö, eigentlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Schade, ich habe gedacht, die, ja, vielleicht liegt das auch am Geist, der mir hinterherläuft. Ich habe gedacht, die reagiert, hat jetzt irgendwie noch eine Reaktion darauf, dass der Gaius tot ist. Weil das ist ja ihr Mann. Ich erinnere mich noch an das Himmels. Leute, die hart arbeiten, haben auch das... Ihr seid weit gereist, das sieht man euch sofort an. Wer sich an die Gesetze hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme bekommen. Varnius Junius. Fangt keinen Ärger an. Dann werden wir sicher bestens miteinander auskommen. Wer seid ihr? Oder wenn ihr Ärger anfangen wollt, dann geht woanders hin, in Ordnung? Bitte, ja? Wer ist das? Also er ist kaiserlich, oder? Gehört er zum Pinnacus Oculatus, zum Kaiser? Wer ist das? Apropos Pinnacus Oculatus, das ist immer ein gutes Training. Ey, Sturmmantel! Wartet! Ich kenne euch doch! Nein, ihr kennt mich nicht. Ich finde das so geil, dass ich das Gespräch einfach abbrechen kann und dann weiter. Also, ich kenne euch. Nein, ihr kennt mich nicht. Ich bin nicht der, den ihr sucht. Jetzt haltet die Schnauze mit eurer blöden Geschichte von irgendwelchen komischen Typen mit Verrat und Mutter und was auch immer. So, ach, ihr, das Kommandant. Raus damit. Hi. Ja. Hi. Raus damit. Den brauchen wir Leben, ne? Das ist das Problem. Ich würde jetzt gerne ihn hier töten. Eines Tages werdet ihr unserem Schreckensvater, wie ich es jetzt tue. Wie gesagt, gutes Training. Ihr habt nichts gesehen. In 2 Minuten dreht er sich um und wird sich fragen, hey, ihr schlaft wohl schon.
Nächsten Morgen, da steht er dann auf und will ihn zusammenschimpfen, weil er nicht aufsteht. Das ist ja schließlich sein Dienst, ne? Dass er Dienst hat und dass er aufstehen soll. Dass er pünktlich zum Dienst antreten soll. Und dann sieht er die durchgeschnittene Kehle am Rücken. Wir haben ihn am Rücken getroffen, aber wir haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Das Leuchten da oben ist immer so bescheuert. Vom Mephalas Tempel. Ist das Mephala gewesen? Ich glaube ja. Und dann wird ihm auffallen. Ach scheiße, schon wieder! Das ist das dritte Mal! Es ist das dritte Mal, dass hier jemand reinschleicht und meine Soldaten umbringt. Ja, und diesmal ist es direkt hinter seinem Rücken passiert. Das ist bescheuert, oder? Guten Abend. Hallo. Ihr braucht... Wohin soll's gehen? Falkenring. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Da meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. Das ist sowohl gutes Training, den Pinnitus Oculatus immer wieder umzubringen, als auch ein Dienst an meinem Jahre, an meinem Herrn Ulfric Sturmmantel. Ja, wir sind ja Sturmmantel. Ist doch. Das ist doch mal so. Das ist so doof.